Carmen Geiss präsentiert sich auf Instagram im Bikini. Bei den Usern kommt das jedoch gar nicht gut an. Die Geissens schwelgen im Luxus und teilen das auch gerne mit ihren Followern. So auch Carmen Geiss, 58, die ihre Fans mit einigen Poolaufnahmen begeistern wollte. Im schwarzen Bikini sitzt die Blondine an einem Pool in der Wüste. Dazu schrieb sie, es ist so schön, in der Wüste zu sein und dann den Gazellen zuzuschauen. Smiley mit Herzen als Augen, einfach paradiesisch. Smiley mit Herzen als Augen, Smiley mit Herzen als Augen. Alles andere als paradiesisch ist dagegen der Blick in die Kommentarspalte. Während Davina Geiss ihre Mama mit den Kommentaren Ich liebe dich und hübscheste Mama der Welt feiert, fallen einige Reaktionen anders aus. Die paradiesische Idylle wurde von einem Kommentar durchbrochen. Also Carmen, überlasse solche Bilder bitte deinen Mädels. Die haben auch die Figur dazu. Carmen Geiss, echt unterste Schublade, Kommentar verärgert Fans. Ganz schön fies. Das Bodyshaming kam bei den restlichen Usern gar nicht gut an. Diese fluteten prompt den Kommentar mit wütenden Nachrichten. Ernsthaft? Was ist das bitte für ein dummer Kommentar und was stimmt denn bei dir nicht? Ein Fan schrieb, du bist ja echt unterste Schublade. Karma besucht auch dich. Carmens Fans stehen ihr zur Seite. Sie hat eine tolle Figur. Sie kann sich zeigen. Da ist wohl einer neidisch. Für die Mehrheit scheint also eindeutig zu sein, dass Bodyshaming und derartige Aussagen nicht in Ordnung sind. Und auch wenn sich Davina und Shania gerne mal freizügig präsentieren in jungen Jahren, heißt das nicht, dass ihre Mutter es ihnen nicht gleichtun darf. Die Hauptsache ist schließlich, dass sich jeder mit sich selbst und in seinem Körper wohlfühlt.